Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Jan Ückermann und ich freue mich, einen weiteren Gast hier begrüßen zu dürfen aus dem Vorstand des Deutschen Fundraising-Verbandes. Liebe Miriam Wagner-Long, herzlich willkommen und hallo nach Darmstadt, richtig? Genau, richtig. Hallo Jan und einen schönen Gruß zurück nach Zürich. Jawohl, genau. Ja. Zürich. Einfach schon mal in die Schweiz. Nein, genau. Miriam, du bist stellvertretende Vorsitzende beim Deutschen Fundraising-Verband. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu dieser Wahl. Und jetzt sprechen wir heute am Montag, 12. Mai. Oh je. Und du kommst gerade von einem Wochenende voller Arbeit wieder, hast du mir gerade erzählt. Was ist genau passiert? Ihr wart wo und mit wem hast du dich da getroffen? Genau, also wir haben uns getroffen in Kassel. Wir, das ist der alte Vorstand des Verbandes und der neue Vorstand. Soweit ich das verstanden habe, war das auch erstmalig. Das gab es in der Vergangenheit noch nicht. Es gab eine Staffelübergabe in Kassel. Dazu müsste ich auch noch sagen, und das ist im Namen des ganzen Vorstandes, ein großes, großes Dankeschön zum einen alten Vorstand, der uns wirklich dabei unterstützt hat. Und dann auch noch an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, denn die haben uns die Räumlichkeit netterweise zur Verfügung gestellt. Ich wollte gerade nachfragen, ihr wart beim neuen Vorsitzenden dann zu Hause quasi, also wenn man davon zu Hause reden darf. Ja, also ich denke, man ist schon fast das zweite Zuhause, ja. Geil. Ja, und ich muss auch sagen, auch da nochmal ein Dankeschön an seine Assistentin, Frau Angela Schramm, die hat das für uns alles organisiert. Und will auch vorweg noch nehmen, wir haben uns alle entschlossen im Vorstand, dass wir Bewirtungskosten während unserer Tagung und auch während unserer Treffen alle eigenständig übernehmen werden. Okay. Mhm. Und die nicht zulasten des Verbandes. Okay. Und da auch nochmal ein Dankeschön an Martin, der das alles vorbereitet hatte, uns verköstigt hatte mit Keksen und Cola, Fanta, Wasser, also alles, was wir gebraucht haben, um aktiv zu planen und gut arbeiten zu können. Das heißt also, mein Mitgliederbeitrag wird nicht dafür verwendet, dass ihr futtern könnt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Genau. So, also jetzt habt ihr euch da getroffen, alter und neuer Vorstand zusammen. Echt spannend, wäre ich gern Mäuschen gewesen. Aber was kannst du jetzt davon direkt berichten? Also gibt es schon Konkretes? Ja. Ich hoffe mal. Ja, auf alle Fälle. Also dafür waren die 2 Tage da. Freitag gab es Verständigung, beziehungsweise gab es sozusagen die Übergabe, wurde uns berichtet, was in der Vergangenheit alles schon vorbereitet wurde. War auch für mich interessant, ich bin ja auch erst seit 2011 in Deutschland. Und am Samstag traf sich dann der neue Vorstand und dann ging es dann auch wirklich zur Sache. Das heißt, Grundlage für unsere Planung waren natürlich auch die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt. Ja. Die haben dabei eine große Rolle gespielt. Also müssen wir ganz kurz für die, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, Zukunftswerkstatt, meinst du den Sonderworkshop beim Deutschen Fundraising-Kongress Anfang April, wo 50, 60 Mitglieder und Nichtmitglieder gearbeitet haben und ja, Themen für die Zukunft des Deutschen Fundraising-Verbandes so ein bisschen auf die Agenda gebracht haben, ne? Sowas. Genau. Und die Zukunftswerkstatt war ja auch wieder ein Resultat einer Mitgliederbefragung. Ja. Das heißt, viele Mitglieder kamen ja schon vorab zu Wort, um sich über die Zukunft des Verbandes Gedanken zu machen, Input zu geben. Das wurde dann während des Kongresses oder einen Tag vor dem Kongress auch bearbeitet. Und das alles wurde netterweise auch nochmal protokolliert von Jörg Alsfeld-Reschke und dem Fundraising-Büro Hildesheim. Dafür auch nochmal ein Dankeschön. Und diese Ergebnisse stehen auch allen Mitgliedern zur Verfügung, können auch runtergeladen werden. Wenn da Hilfe benötigt wird, gerne an das Büro des Verbandes wenden. Da helfen wir Ihnen. Ja, super. Und jetzt aber nochmal auch konkret. Also ihr habt dann quasi Ergebnisse von der Zukunftswerkstatt genommen und geguckt, passt das für unsere nächsten 3, 4, 5 Jahre? Wie lange seid ihr jetzt im Amt? 4 Jahre? Wir sind 3 Jahre. 3 Jahre, okay. Passt das auf unsere Agenda oder wie seid ihr da vorgegangen? Weil ich war selber in der Zukunftswerkstatt mit dabei, das waren ein Haufen Themen. Ja, also genau.
Also du kannst dich ja auch vielleicht noch daran erinnern, wir hatten ja zu Anfang der Werkstatt auch überlegt, was tut dem Verband gut, was gelingt dem Verband gerade nicht so gut oder was könnten wir optimieren, haben das dann auch aufgeteilt in einzelne Gruppen und unter den Gruppen waren ja zum einen Lobbyarbeit, es ging um Kommunikation, intern, extern, es ging um die Themen Fachgruppen, Regionalgruppen, es ging auch viel, ich denke mal, ein Hauptpunkt war Transparenz, wie aber auch Lobbyarbeit. So haben wir wirklich die Anhaltspunkte genommen, als Grundlage für die Ressorts, für die Ressortaufteilung auch genommen. Auch das, was uns der Vorstand am Tag zuvor berichtet hat, ist dort auch mit eingeflossen. Das heißt, wir haben Ressorts wirklich dann auch entsprechend unserer Stärken im Verband und im Vorstand aufgeteilt. Wer jetzt für welches Ressort... Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, genau. Wer macht was? Da würde ich jetzt gerne auf die nächste Ausgabe der Fundstücke verweisen. Okay, dort werden wir natürlich alle Ressorts, deren Zuständigkeiten auch zur Verfügung stellen. Ja. Ich denke, wichtig ist und was neu ist und was ich heute auch schon berichten kann, was mir ein großes Anliegen ist, dass wir gerade für jede Fachgruppe einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, die Fachgruppen, da sind wir auch ein wichtiges Instrument in der Mitgliedergewinnung, Mitgliederbindung. Da wird einer von Vorstand für die Fachgruppen jeweils zur Verfügung stehen. Das wurde auch nochmal aufgeteilt. Aber dies, wie auch die ganzen einzelnen Ressorts, werden wir nochmal protokollieren und allen Mitgliedern über die Fundstücke kommunizieren. Okay, das heißt, wir warten auf die nächste Fundstücke. Wir können aber auch schon jetzt auf der Website weiteres erfahren, was du eben meintest mit dem Protokoll der Zukunftswerkstatt. Und alles Weitere hören wir dann hoffentlich in einem nächsten Interview mal wieder. Habt ihr euch da auch drüber ausgetauscht? Das interessiert mich noch gar nicht. Das war jetzt oder ist jetzt das zweite Interview, was ich mit einem von aus dem Vorstand führen darf. Darf ich noch ein drittes auch führen? Und wenn ja, vielleicht schon mit wem oder wieder mit dir oder nochmal mit Martin? Oder habt ihr euch darüber ausgetauscht? Also im Detail noch nicht. Okay. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir transparent arbeiten. Insofern stehen wir immer für Fragen zur Verfügung. Wie das mit den Interviews mit dir aussieht, mit Best Guy, ich denke, da, das kriegen wir auch noch hin, wer wann gerne sich interviewen lassen möchte. Eine Sache, die ich noch vergessen habe anzudeuten, möchte ich noch erwähnen, denn nicht nur, dass wir die Ressorts aufgeteilt haben, sondern wir müssen ja auch eine Strategie irgendwo vereinbaren. Und das wird auch geschehen, parallel dazu. Was wir nicht außer Acht lassen wollen, ist wirklich die Wirkung unseres Tuns und unseres Handelns. Und dabei standen uns wirklich zwei Faktoren im Vordergrund. Das ist Effizienz und die Effektivität unserer Maßnahmen. Aber das alles ist ein Riesenpaket, unwahrscheinlich viel Arbeit, die ich aber denke, so wie die Sitzung gelaufen ist, wir sehr, sehr gut als Team zusammenarbeiten und wir mit Spannung auf die nächsten Monate, die nächsten drei Jahre blicken. Super. Und freuen uns drauf. Also es ist ein großer Berg, den wir aber mit viel Engagement und Motivation erklimmen werden. Damit hast du meine letzte Frage auch schon vorab beantwortet, ohne dass du sie gewusst hast. Wie ist die Stimmung im Team? Aber das hast du schon beantwortet. Liebe Miriam, ich danke dir ganz herzlich und ich bin gespannt, was wir Neues und Weiteres von euch hören und lesen werden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Cut. Okay.